Einen wunderschönen guten Morgen vom Möhnesee. Ich bin heute hier, um eine Mountainbike-Tour zu machen und euch dort in den Wäldern so die ein oder andere kleine, schöne Ecke meiner Meinung nach zu zeigen, was so Zuläufe angeht und momentan trockene Stellen. Also wenn ihr da Lust zu habt, an diesem fast perfekten Spätsommer- oder Herbstmorgen, dann bleibt dran und schaut es euch an. Solche Ecken in der Art meine ich. Wobei das deutlich schöner geht. Sowas meinte ich. Es ist doch wunderschön, oder? Das sind so die Sachen, die man nicht sieht, wenn man nur am See direkt ist. Hier kann man auch schön sehen, wo nachts die Wildschweine gelegentlich sich durchwühlen. Hier in diesem Morast. Ich versuche mal, ob ich da drüber gehen kann, damit ich mal so ein bisschen zur Mitte komme. Ja, ist schon sehr weich, aber geht, ne? Ja, geht. Och, ist fester als ich dachte. Ja, man hört hier ein bisschen die Straße im Hintergrund, aber das bleibt nicht ganz aus. Ist das nicht wunderschön? Auch wenn es trocken ist, klar. Aber schön ist es trotzdem. Ich weiß nicht, ob man diesen ganzen Morgentau hier auf den Gräsern sieht. In die Sonne rein gefilmt, aber ich find's gut. Ja, hier kann ich jetzt schlecht runter. Das ist alles so ein bisschen sehr verwachsen und schmierig und steil. Aber ich hoffe, ihr erkennt auch so, wie schön das aussieht. Ja, ich quäle mich hier gerade so einen Weg hoch. Da unten ist Möhnesee nochmal zu sehen. Ich hoffe, es wackelt nicht zu sehr. Und ich fahre jetzt hier hoch. Kleinste Gang. Aber ist ja auch das Bikeparkrad. Das Bergamo und Big Air 92. Hatte ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Ist eigentlich nicht so für die Touren gedacht. Aber ich fahre unheimlich gerne mit. Und habe deswegen auch ein anderes Mountainbike endgültig verkauft, weil es gar nicht mehr genutzt wurde. Eigentlich zu schade, weil das sind immer so Kunstwerke, finde ich. Aber man kann ja nicht alles behalten. Oh, da geht ein schöner Weg rein. Ich muss gestehen, diese Ecke kenne ich noch nicht. Deswegen muss ich mich gerade auch erst so ein bisschen orientieren. Also, bleibt dran. Ich würde ja sagen, ich nehme hier diese Single Trails, aber ich habe leider keine Halterung für die Kamera mit, dann kann ich euch unterwegs gar nicht zeigen. Oder ich nehme die Forstwege und zeige euch zwischendurch was. Ja, so werde ich es machen. Und die Trails bewahre ich mir fürs nächste Mal auf. Aber es ist gut, mal hier reingefahren zu sein. Dann geht es jetzt da lang weiter, wohin auch immer der Weg führt. Falls das gerade unklar war mit dem Rad, mit welchem ich fahre, hier nochmal ganz kurz. Riesenfederweg vorne, Riesenfederweg hinten, dicke Räder und eine mäßige Sitzposition, aber ja, macht einfach Bock auf, wenn es wieder runter geht. Deswegen quäle ich mich gleich auf, dann doch gerne. Aber so viel nur dazu. Richtig herrlich hier. Man ist jetzt so, ja, schon mitten im Wald. Ich glaube, man erkennt, wie dicht hier der Wald ist. Liegt daran, dass hier viel Laubbäume sind. Und nicht nur Nadelhölzer. Sehr schön.
Aber wie gesagt, immer noch stetig bergauf. Aber ja, aber. Luft ist toll, Temperatur ist toll. Müssten so 10, 12 Grad haben, gehe ich mal von aus. Und man sieht auch immer wieder Spuren hier von Tieren. Gerade von den Wildschweinen, wo die hier gewühlt haben. Echt klasse. Oh, sieht aus, als wenn es da gleich ein bisschen runter geht. Unsere Wälder sind schon schön. Ach, da kommt auch so eine kleine Schutzhütte. Ja, weiter geht's. Ich fahre hier jetzt gerade so ein bisschen abseits. Ah, ich muss mal stehen bleiben, sonst kann ich nicht filmen. Hier geht's runter und da unten ist so ein schöner Bachlauf. Da wollte ich mal hin. Diese kleinen, feinen Ecken meine ich. Der ein oder andere wird jetzt wahrscheinlich sagen, ja, ist doch nur einfach schwarzes, schmuddeliges Wasser. Aber ich mag's. Wie sich das hier so natürlich durchschlängelt. In die Richtung jetzt weiter. Und das Wasser ist wirklich klar. Also das trübt oder das täuscht durch diese dunkle Erde hier und das Holz. Ansonsten schaut euch um. Man hört nichts außer das Plätschern ganz leise und ein paar Singvögel. Auch hier wieder mitten im Wald so ein kleines, ja, ein kleiner Teich mit Seerosen sogar. Jetzt gab es doch ein paar Anstiege hier in Form dieser kleinen Trails. Sehr anstrengend, aber sehr schön. Man strampelt sich im Grunde mit dem Kopf, Quatsch, mit den Beinen den Kopf frei. Genial. Und auch mit sowas muss man hier rechnen. Aber da ist schon links hoch so ein Trampelpfad. Also Gang rein und los. So, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber ich zitter auch ein bisschen vor Anstrengung. Aber ab hier wird's spaßig. Schlamm, Wasser, Modder, Hügel, Schwung nehmen durch und springen. Das ist jetzt das Motto. Die Tour artet gerade ein bisschen aus, nicht nur die schönen Bilder. Aber man muss halt jeden Spaß mitnehmen, den man unterwegs kriegt. So sehe ich das zumindest. Ja, hier sieht man jetzt den Möhneturm. Da ist schon sehr viel Betrieb. Ich bin jetzt ja gute 2 Stunden schon unterwegs. Müssten so, ja, kann man immer schlecht einschätzen mit dem Mountainbike, zwischen 15 und 20 Kilometer gewesen sein. Aber das ist hier im Wald schon immer sehr fordernd. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt so Halbzeit. Jetzt geht es erstmal wieder hier runter und dann schauen wir nach neuen Ecken. Ich kann das hier gerade so schlecht einordnen. Normalerweise komme ich hier runter und dann ist hier echt noch dichter Wald. Aber auch hier, wie ihr seht, die Nadelhölzer haben es hinter sich. Ist alles hier aufgereiht. Man sieht auch unter der Rinde überall die Spuren von den Schädlingen. Oder bei vielen, nicht bei allen, aber bei sehr vielen. Dass die trocken waren, war mir durchaus bewusst, aber boah, es ist schon mächtig hier. Guckt euch das an, wie viel Holz das ist. Und das war hier dichter Wald. Also ich würde sagen, das ist eine Fläche mindestens so groß wie ein Fußballfeld. Aber mindestens. Ich meine, das duftet hier toll, gar keine Frage. Aber das Bild ist schon erschreckend. Und das geht da vorne weiter. Und da in die Richtung auch. Eieiei. Ich bin kein Schwarzseher, aber das ist echt schon übel. Ja, nur noch die Laubbäume stehen. Die Nadelhölzer sind definitiv alle weg. Jetzt bewege ich mich gerade hier durch einen Friedwald.
kann man echt froh sein, dass das hier Laubbäume waren. Stellt euch mal vor, die müssten alle abgeholzt werden. Und dann, ja, die ganzen Gräber hier unter diesen abgesägten Stümpfen, wäre schrecklich. Grausige Vorstellung. Ja, und jetzt bin ich wieder auf meinen bevorzugten Wegen unterwegs. Was sagt man dann? Ab durch die Mitte. Jo, jetzt bin ich erstmal im Auto wieder angekommen. Und werde jetzt erstmal einen Salat machen und schön was essen. Und dann setze ich mich ein bisschen in der Sonne. Ja, so sieht's aus. Jetzt sitze ich hier. Mein Salat ist fertig. Schön frischer Salat, so ein Rohkostmix mit kleinen Sherry-Strauchtomaten und Thunfisch. Gut gewürzt. Und den gibt's jetzt zu essen. Mit der Aussicht. Nicht zu verachten. Ja, jetzt nach dem Essen habe ich noch eine Runde gedreht, aber ganz viel ist nicht mehr los mit mir. Und ich muss ja heute Abend noch zur Arbeit, deswegen werde ich jetzt das Ganze hier einstellen mit Blick von den Seeterrassen Richtung Möhnesee. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es waren viele schöne Sachen dabei, ein paar erschreckende mit den ganzen abgeholzten Wäldern. Aber im Großen und Ganzen war es eine sehr schöne Tour, meiner Meinung nach. Also, macht's gut, euer Markus.